durch Prävention mehr zu machen ist als danach, wann halt dann wieder die Heizstäbe zum Wechseln sind oder die Trommel, wo es angeregt hat. Ne? Gut, man muss dazu sagen, wenn ich jetzt, ich bin ja selber noch immer draußen regelmäßig, ich reserviere mir im Monat 2 Tage, wo ich rausgehe. Wo ich mich dann, entweder gehe ich mit einem jungen Kollegen mit, oder ich gehe selber irgendwo hin, weil ich es mir anschauen will, weil ich draußen bleiben will. Ich will den Kontakt zu den Leuten nicht verlieren. Das ist was ich von Ihnen, Dr. Aristos, mitbekommen habe und wo ich einfach sage, da mache ich den Weg, gehe ich weiter und es bringt mir auch sehr viel. Und da kriegt man einfach mit, die Leute wollen am liebsten sich um nichts kümmern. Hm? Ja. Die wollen am liebsten sich eine Maschine kaufen und am besten soll die Maschine bis ans Lebensende funktionieren. Ja. Wo liegt das Problem? So eine Maschine gibt es nicht. So eine Maschine gibt es nicht. Ja. Das ist tatsächlich, wie Sie sagen, ein warmer Eislutschka. Geht nicht. Kann ich nicht machen, ich kann nicht oben und unten gleich sein, geht nicht. Ja. Das heißt, wenn wir sowas machen, wenn wir so einen Serviceplan machen, wo man sagt, wo man reinschreibt, gut, ich kaufe mir die Maschine 2001 im November. Ja? November, ich würde sagen nämlich, wenn man es im Jahresrhythmus macht, dann ist es eh ganz gut, weil da hat man so einen Geburtstag von der Waschmaschine. Und immer im November, und ich glaube, wenn man in einem Jahresrhythmus einen Service macht, ja, dann wird die Maschine auch länger fahren. Das ist auf jeden Fall einmal, glaube ich, ein Faktum. Sicher. Wenn man sich das eingreizt, ja, und dann kriegt der Besitzer, wie Sie sagen, jedes Jahr ein kleines Servicegeschenk. Ja, und ja, da kann man vorher machen, dass man sich ein Servicebuch kaufen kann, sagt, gut, ich kaufe mir die Maschine 2001 im November und zahle jetzt, sagen wir, 4.000 Schilling Serviceversicherung. Ja? Da habe ich 4.000 Schilling Serviceversicherung, erspare mir aber sozusagen dann nach 3 Jahren, wenn ich anrufe, eine neue Trommel, einen neuen Jackson in Flower, was auch immer wieder ein Problem ist, weil das sind Ersatzteile, die teuer sind. Aber die gehen nicht kaputt, wenn man ein Survey macht. Und ich kriege vielleicht noch Urkunden dafür, was man hängen kann in die Kuchel. Kann man leicht drucken, vielleicht in der Betriebsdruckerei, so was Schönes mit einem goldenen Rand drumherum. Genau, ja. Dass jeder, der was hat, sagen wir mal, 10 Punkte gesammelt, kriegt da eher noch Kunde von der Firma. Ja, das ist eine schöne Idee. Wenn man marketingtechnisch ein bisschen denken möchte, da vielleicht, was nicht unwesentlich gut ist. Ne? Nur die Koffer, Entschuldigung, wenn ich sage, die Koffer von der Marketingabteilung möchte ich gar nicht sehen, weil da kommen wir dann mit einer Idee und das wird ausgefranst und das wird kaputtisiert bis zum geht nicht mehr. Zum Schluss nichts mehr übrig bleibt. Dass nichts mehr übrig bleibt von der Idee und wir haben wieder nichts davon. Ja, weißt du, wenn ich im Außendienst war, da sitzt keiner dort, der was weiß, wo ein Schleichel auch hingehört, zur Zerbuster-Ochsen oder zum Klabuster-Drehmoment. Ja. Kennt sich keiner aus? Das sind ja alle nur, was tanzen und vom Computer sitzen und Grafik machen. Wir machen ein Marketing, das ist ja das. Ich glaube, ein Marketing für Auto ist genauso wie für ein paar Feinflaschen, wie für Waschmaschinen. Kein Bezug zum Produkt. Was sagen Sie, Dr. Pesto, kein Bezug zum Produkt haben Sie nicht. Ja. Kein Bezug nicht. Das ist ja das. Aber das ist das mit dem Service, das ist eine gute Idee mit der Versicherung. Weil ich habe auch eigentlich gerade im letzten Jahr immer mehr die Erfahrung, die Leute sind sogar bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, aber dafür auch von sich weisen von jeder Verantwortung und nichts zum Tun haben. Und wissen, ja, ich weiß, da kommt einer einmal im Jahr, der schaut sich das an, der macht das für mich. Schauen Sie, Herr Doktor. Wobei 4.000 Schilling ist natürlich für einen Versicherungs Check schon viel Geld, ne? Das muss man sich ausrechnen, wo da der Punkt ist. Ne? Folgendes, von meinen Erfahrungen mit den Leuten, denen Leuten ist es wichtig, dass das Werkel rennt, weil das wissen wir, wir stellen uns eine fünfköpfige Familie vor, die Mutter, Hausfrau-Mutter hat natürlich fast jeden Tag eine Wäsche. Ja, sicherlich. Wenn die Maschine hieß und die wartet dann 3 Tage vielleicht und in starken Zeiten kann das passieren, weil wir haben halt haben da eine gewisse Fluktuierung und wir können jetzt nicht für die 30 Tage im Jahr, wo man vielleicht österreichweit 900 Mitarbeiter bräuchten, können wir nicht 900 Servicetechniker einstellen. Aber die Horrorvorstellung, Horrorszenario einer Hausfrau ist, die Waschmaschine ist kaputt und ich kann tagelang nicht waschen. Mhm. Und das, glaube ich, dieses Szenario muss man malen und man muss es denen Hausfrauen lernen, dass sie wissen, wenn ich mich um eine Maschine kümmere, wenn ich sie pflege,
kann man das nicht passieren. Dann wird man das nicht passieren. Und im schlimmsten Fall wird man vielleicht einmal einen Verschleißteil austauschen, aber das geht schnell, weil da fahre ich auf eine Stunde vorbei und mache das und bin wieder weg. Ja, aber da wird sicher dann, wird dann sicher nicht das große Katastrophenszenario sein. Ja? Und das muss man vermeiden, das ist das. Ne? Ja, man muss den Leuten klar machen, wenn ich das Schuhbandel offen lasse, dann da steht es mit drüber. Ne? Ja. Einfach, ich kann eine Maschine, die was einen Defekt hat, nicht weiter betreiben, in dem Sinn, dass ich sage, es ist mir wurscht. Man muss aufpassen darauf, einen persönlichen Bezug aufbauen dazu, weil rennt es gut, ist richtig, rennt es nicht, ist falsch. Ja, ist einfach eine Sache, was man den Leuten irgendwie klar machen muss. Das ist kein Wunderfuzzi-Ding, das ist ein technisches Gerät, was gepflegt werden will. Folgendes, man muss immer reden in der Sprache, was die Leute sprechen. Ich war letztens, war eine junge Frau, 25 Jahre alt, hat drei Kinder gehabt, der Mann hat gearbeitet, sie war mit das Ganze, sie war noch in Karenzzeit, und da habe ich gesagt, habe ich mir angeschaut, habe ich gesehen, dass da drinnen, wir haben erstens einen Rost gehabt, was einmal nur passieren kann, wenn ich die Schleicheln nicht zum Service gebe, oder wenn ich nicht einen Service mache und die Schleicheln austausche und sehe, wenn irgendetwas porös ist. Und zweitens haben wir einen Kolbenreiber gehabt. Ja. Also das ist schon wirklich, da gehen schon 4.000, 5.000 Schilling. Nicht? Und das ist für eine junge Familie viel Geld. Habe ich versucht, dir zu erklären, gnädige Frau, Folgendes. Sie haben da drei Kinder sitzen. Was ist, wenn Sie die drei Kinder einfach einmal eine Woche lassen? Wenn Sie es nicht wickeln, wenn Sie ihnen nichts zum Essen geben, wenn Sie ihnen nichts zum Ausziehen geben. Was wird passieren? Die Kinder werden zum Schreien anfangen. Nicht? Wenn Sie aber das Schreien nicht hören und den Kindern weiter nichts geben, werden Sie irgendwann sehr unglücklich sein und irgendwann einmal, Gott bewahre, wird es die Kinder nicht mehr geben. Und genau das Gleiche ist eine Waschmaschine. Sie müssen eine Waschmaschine pflegen. Sie müssen einer Waschmaschine einen Entkalker zufügen. Sie müssen auch hören oder drauf schauen. Jetzt können Sie das nicht hören. Ja? Müssen Sie sich noch vorstellen, Sie können es nicht hören. Weil Sie müssen eine gewisse Schulung für das haben. Deswegen müssen Sie uns anrufen, regelmäßig, dass wir kurz reinhören. Ein Kind müssen Sie den ganzen Tag betreuen. Eine Waschmaschine braucht einmal im Jahr einen Techniker, der was sie anschaut und schaut, ist alles in Ordnung. Das ist alles. Und ist das zu viel verlangt? Ich glaube nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Was hast du gesagt? Nein. Nein. Also, wenn man so erklärt, ist... Ich glaube, man muss immer das aussprechen und die Sprache sprechen, was die Leute sprechen. Und zu einer Mutter muss man so reden und vielleicht, wenn es ein Männerhaushalt ist, muss man wieder, kann man wieder mit einem Auto vergleichen oder was. Die verstehen es eh mehr, sage ich einmal. Ne? Ja, es ist ein gewisses Verständnis da eigentlich, mehr ein technisches. Aber ich glaube, die hat es gemerkt. Ne? Aber ich kann jetzt nicht durch Österreich fahren und alle Waschmaschinenbesitzerinnen und Besitzer einen Vortrag halten und einer jeden Mutter eine Schulung machen. Das geht halt einfach geht nicht. Nicht. So, ich darf vielleicht kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gesagt haben. Ein Schwerpunkt, was wir nächstes Jahr setzen wollen, sind die Schulungen, gerade im Bereich OS-Adapter. Ja. Und zweitens war halt wichtig von der Planung her, das längerfristig zu machen für die Belegschaften, dass das nicht so abrupt. Dass nicht die einen die ganze Last haben von der Struktur um Restrukturierungen und nicht die anderen sie ausrasten, vielleicht auf die Schulter von den anderen. Ein bisschen Solidarität hat man oft wünschen in der Belegschaft. Ne? Ich glaube, das ergibt ja auch einen Synergieeffekt, der nicht zu unterschätzen ist. Und was wir auch gesagt haben, ist sozusagen das Bewusstsein von der Kunde zum Service, dass das eigentlich unser Schwerpunkt sein wird, dass wir einfach einmal pro Jahr das Service machen, also so lieber Prävention statt Reparatur. In die Richtung sollte es eigentlich gehen. Glaube ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht gescheit wäre, damit, schauen Sie, die, was wir jetzt sozusagen ausscheißen, wenn es jetzt so formulieren darf, hat einen langen Weg zur Kunde. Wir müssen einmal unsere Technik überzeugen von der Idee, von der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit der Idee und dem müssen wir da die Überzeugungsarbeit bei der Kunde leisten. Und ich glaube, es war halt wichtig, wenn wir schon von unserer Seite her versuchen, da einen Weg zu gehen, der auch, wo das, was wir wollen, auch wirklich ankommt.
Nicht? Die Leute sollen es nicht machen, unsere Techniker, weil wir ihnen sagen, wie wir das ausschaffen, sondern sie sollen es machen, weil sie dann glauben. Und das ist mir ganz wichtig. Mir kommt jetzt nur eins, ich glaube von der Idee wird es nicht so schwer für uns, die Kollegen und Kolleginnen zu überzeugen, weil es einfach eine gute Idee ist. Es geht jetzt mehr um die praktische Umsetzung. Wir essen, wenn sie eine Heitermaschine kaufen, müssen sie eigentlich nicht ihre persönlichen Daten und so weiter, Olif. Und das heißt, das Problem beginnt eigentlich schon im Verkauf. Ja, Herr Kollege, das ist vielleicht das, was ich vorher erwähnt habe, das habe ich vielleicht nicht gelernt, gesagt genug, sicherlich meine Schuld, Entschuldigung, ich sage es gerne noch einmal, es war das gewesen mit den Urkunden, mit dem Punktesystem. Die Kollegen und ich haben sich überlegt, wo wir das System einführen, ich sage jetzt einmal Urkundensystem 2000, was kann ich machen, der Kunde freut sich oder persönlichen Bezug und gibt seine Daten her, das Ganze kombiniere mit einem Gewinnspiel, was kann ich gewinnen, Waschmittel für 3 Monate, eine Reise für 2 Personen übers Wochenende. Die Kunden sind sehr bereit, dann ihre Daten herzugeben, Namen, Adresse. Und wir können die Leute ausschreiben. Wir haben den Vorteil, wir können die Leute ausschreiben, wir können uns ausschauen, es gibt Programme für den Computer, wo man, wenn man eingibt, eine gewisse Altersstruktur, Einkommensschichtung hat, Sachen, die was nicht unwesentlich sind, auch für unsere Leute im Außendienst, dass wir wissen, wer ist unsere Kundschaft überhaupt, mit wem haben wir es zu tun. Also man kommt ja, es kommt selten vor, weil man kommt dann immer noch in einen Haushalt. Es gibt Haushalte, man glaubt es kaum, die haben 25 Jahre alte Maschinen, wo es noch immer rennen. Das sind vielleicht alte Frauen, wo es einmal in 2 Wochen ihr Wäsch waschen oder was. Aber es gibt so Haushalte und die rufen zwar an, das sind meistens genau die, weil wir es zuerst geredet haben, die was ich Service immer machen. Ja? Aber die rufen an, die Leute kennen wir gar nicht. Auf die können wir nicht zugehen, weil wir nicht wissen, wer es sind. Da hat man vielleicht eine Adresse oder irgendwas, aber da war es wichtig, wenn die Kollegen, und da gibt es halt schon noch immer welche, wo das nicht machen, die Daten aufnehmen. Die sagen, die und die Maschine steht, tut und tut. Die machen es leicht, einfach. Das ist natürlich ein Grundpunkt. Nicht? Wir können uns die schönsten Sachen da ausdenken, wenn sie nicht umgesetzt werden, hilft es nichts. Nicht? Das ist sozusagen, das ist auch eins, was mir auch auffällt. Es bringt wenig, wenn wir da in unserer Runde diskutieren, was weiß ich, Punkt 8 und 9. Und in der Realität draußen, die Kollegen sind bei der Umsetzung von 2 und 3. Na ja, sicher. Ich glaube schon, dass etwas Visionäres wichtig ist, aber das ist natürlich auch ganz wichtig. Dass ich muss ehrlich sagen, ich habe schon so einen guten, engen Bezug zu meiner Belegschaft, zu meinen Leuten. Ich sage den Leuten aber auch immer dazu, Burschen, nehmt die Daten auf, es tut euch selber leichter, später macht es jetzt und bitte nehmt die Daten auf. Ja. Es ist eine Arbeit jetzt, aber in 2-3 Jahren werdet ihr froh sein, dass ihr es gemacht habt. Burschen, schaut her, wenn man vorbaut, vordenken, ja, vernünftig sein, nicht auf den schnellen, auf den kleinen Erfolg schauen, nicht auf die einfache Hocken, was man jetzt hat, sondern langfristig denken. Ich sage, zu den jungen Leuten, zu den jungen Mitarbeitern, sage ich, Franzl, sage ich zum Beispiel, ja, du bist jetzt 20, du hast eine Freundin, du wirst das einmal heiraten, du wirst Kinder haben. In 3 Jahren denkst du anders als jetzt. Schau, dass du das jetzt gescheit aufnimmst, die Kundendaten, du tust dann nachher leichter. Richtig. Und er versteht das, er macht das auch. Man muss mit den Leuten reden können. Gut, mir die Leute machen es mal eh. Die Leute machen es mir eh. Ich glaube, und ich möchte jetzt nicht unbedingt, weil es halt jetzt so ist, über Nicht-Anwesende reden, aber es gibt halt Regionen, wo genauso die Bereichsleiter da einfach auf das nicht schauen. Und das war halt mal wichtig. Und das ist vielleicht gleich der nächste Punkt. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, dass wieder wir drei da sitzen. Wenn wir jetzt sagen, die Jahressitzung ist freiwillig und das ist nicht in der Dienstzeit und das kriegen wir kein Geld, warum sitzen wir drei da? Warum sind wir letztes Jahr